Ausverkauft, bevor der Deutsche. Bro! Bro! In einer Stunde habe ich Euro verdient. In 3 Stunden ist der Drop. Und ich bin so aufgeregt. Ich weiß, ich habe lange kein YouTube-Update mehr gemacht, weil es einfach so viel drumherum passiert ist, dass ich irgendwie das nicht in einem YouTube-Video zusammenfassen konnte. Deswegen mache ich das einfach jetzt schnell. Wir haben die Boxen bekommen. Die Boxen, die, ja, mit denen die Sachen verschickt werden. Dort sind die Produkte drin. Und sehr viel drumherum. Dann haben wir ein bisschen rumgemacht, wie verschicken wir am besten die Produkte. Verwenden wir Boxen, Versandtaschen mit Karton, mit Papier, Luftpolsterfolie, was weiß ich. Aber heute ist der Drop, meine Freunde. Und ich bin so aufgeregt. Um 17 Uhr fängt es eigentlich schon an. Eigentlich nicht mal in 3 Stunden, sondern in 2 Stunden. Weil um 17 Uhr ist die E-Mail-Liste. Und die E-Mail-Liste ist sehr voll. Also gerade angemeldet in der E-Mail-Liste sind 12.000 Leute. Meine Freunde kommen später. Vito kommt und Luca kommt und sein Bruder kommt. Und ja, dann schauen wir mal, was so abgeht. So, die letzten Tage habe ich sehr, sehr viel Werbung gemacht. Und ich glaube, ich bin den Leuten auch ein bisschen auf die Eier gegangen. Das war aber auch mein Plan. Also ich habe sehr oft so mäßig gleiche Videos hochgeladen. Einfach um Leuten diese, erstens den Namen und dieses Datum einfach in den Kopf zu brennen. Wirklich, dass die wissen, okay, ja, wir checken. Am Sonntag, den 3. November um 18 Uhr droppst du, wir checken es, Kevin, okay. Aber genau das will ich erreichen. Dass, ja, keiner von meinen Followern nicht weiß, dass wir droppen. Weil das ist, glaube ich, am schlimmsten. Sehen wir einfach mal, wie das abgeht. Ich bete in Jesu Namen, dass einfach Gottes Wille auf diesem Drop drauf ist, dass sein Segen auf diesem Drop drauf ist, dass ich seiner Leitung vertrauen kann. Ja, danke, Herr. Ja, bis gleich. We worship you. Halleluja. Da ist der mit Brille und so. YouTube-Endboss. Mit Brille und so. Bro, ich war gerade eben in der Bahn und jetzt ganz kurz an alle, die noch Bahn fahren. Motiviert euch das nicht, aus dieser Situation rauszukommen? Also ich bin 17, ich habe noch kein Auto und ich fahre lieber ein Auto, was 200 Euro kostet, einfach nur aus dem Grund, dass es geisteskrank ist, was in dieser Bahn abgeht. Leute, noch 2 Minuten. Wie viel Geld können wir heute oder wie viel Geld kannst du heute maximal verdienen? 11.000. 11.000? Ja. Oh, also ich sag, meine Prediction ist, wird funktionieren. Noch 1 Minute. Aber es dauert, die E-Mail muss mal rausgeschickt werden. Yeah, und denk, yeah. Aber warte, mach mal, ich empfehle dir mal. Boah, dieser erste Sale, das ist so dein erster Shopify. Es ist 17 Uhr. Ja, okay, aber guck mal, Besucher im Moment 17. Und wenn die E-Mail gerade rausging, vor allem muss erstmal schauen, die meisten Leute checken ihre E-Mails nicht und so weiter. Yeah. Das Fette wird sowieso erster Drop. Also Early Access ist immer so eine 30-Leute-Seite. Ruf mich an. 2. Oh, guck auf die Besucher. Guck mal auf die Besucher. Hallo. Oh, es geht hoch. Das ist die Macht einer Personal Brand. Bruder. Das ist die Macht einer Personal Brand. 50. Zweiter Sale. Und ich muss. Dritter Sale. Stirbt gleich. Sechster Sale. Digga, was? Bro. Das hab ich noch nie gesehen. Was? Oh, Bro. Was? Bruder, jemand muss Luca holen, Bruder. Bro. Digga, mach die Tür auf. Was? Digga. Digga, es hört nicht auf. Bro, Junge, was geht Bro. Hier? Es hört wirklich nicht auf. Es hört wirklich. Guck mal, du bist schon bei 50 Bestellungen, Bro. Bei 1,3k. Aus Spanien einfach. Du bist ausverkauft, du bist wahrscheinlich ausverkauft, bevor der Deutsche. Bro! Was? Bro! 10 Minuten. Bro, nicht mal, Bro. Die E-Mail ging doch erst um 3 nach raus. Innerhalb von 7 Minuten macht der Typ einfach fast 5.000 Euro. Und es geht weiter. Beim ersten Drop, Bro. Und es ist aber nicht mal der Drop, es ist die scheiß Pre-Order-E-Mail von Shopify, die nicht mal rausgeht eigentlich. Ich komm gerade nicht auf, klar. Das habe ich aber auch noch nie so viele Bings gesehen. Noch nie. Oft.
so ungefähr 18.02 Uhr war es ausverkauft. Ich wollte eigentlich um 18 Uhr droppen, 18.02 Uhr war ausverkauft. Um 17 Uhr war der Early Access. Der Early Access hat alles auseinandergenommen. Ich hab, Bruder, was? Krass, Mann. Jetzt, wo wir auf YouTube sind, kann ich ein bisschen transparenter zeigen. Ich habe in einer Stunde habe ich 11.600 Euro verdient. Ich glaube, wir waren irgendwie schon bei der Hälfte der Bestellungen nach 10 Minuten oder so. Ich kann es wirklich nicht. Die langen Nächte, die zerbrochenen, der mein zerbrochener Verstand. Es hat sich ausgezahlt, Freunde. Es hat sich ausgezahlt. José wird übernehmen. Und das sehr schnell. Leute, die Ware kommt und ich bin nicht zu Hause. Die Ware kommt! Ich muss nach Hause! Oh, ich bin so aufgeregt! Oh. Ich nehme das mal mit rein und mach das drin ganz entspannt auf. Okay, wir haben jetzt hier die ganzen Sachen. Also noch sehr vieles ist unten, das werde ich jetzt alles noch holen. Aber ich habe jetzt erstmal einen Call mit einer neuen Manufaktur. Ich war schon mal in Kontakt mit denen, ich finde die aber sehr, sehr gut. Deswegen einfach mal schauen. So, so this is what you selling already? Yes. That's what you're selling. And how's it going? Yeah, it's going pretty well. We sold out after 1 hour. What? Yeah. 1 hour? 1 hour, yeah. Oh, that's crazy. Okay, all right. Have a good day. You too. Thank you. Bye, bye. Ist nicht so gut, glaube ich. Also ich mag wirklich die Leute. Ich mag wirklich die Leute da, weil Customer Service ist da wirklich gut, Mann. Größte Problem ist, dass die diese Flaschen nicht haben. Die haben solche Flaschen nicht in schwarz, sondern nur in weiß. Und das ist das Problem. Aber ihr habt ja vorhin meine Reaktion gesehen zu den Flaschen. Und ich bin euch ganz ehrlich, die Flaschen am Anfang, als ich die gesehen habe, keine Ahnung, die sahen komisch aus. Aber jetzt, wo ich dran gewöhnt habe, die sehen schon geil aus. Die sehen schon geil aus, wirklich. Die sehen wirklich geil aus. Also wenn man so vorstellt, hier. Nein, das ist schon geil. Okay, Leute, als wir die Pakete verpackt haben, habe ich wirklich nicht viel aufgenommen. Es war so viel Arbeit. Also wir haben 2 Tage durchgearbeitet, aber haben dann alles schnell rausbekommen. Die Kunden haben es bekommen, die sind zufrieden. Ja, ich wusste nicht, was ich dort viel aufnehmen sollte. Wir haben wirklich einfach nur auf dem Boden gesessen und verpackt. Aber das ist das Ende von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann like, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. God bless.